Super Bowl-Niederlage, Gisele Bündchen tröstet ihren Tom. Manchmal braucht man eine starke Schulter zum Ausweinen. Footballstar Tom Brady, 40, und seine New England Patriots haben gerade das wichtigste Spiel des Jahres verloren. Und das, obwohl ihr Gegner, die Philadelphia Eagles, als krasser Außenseiter in die Partie ging. Am Ende stand eine 33-41 Niederlage. Zum Glück hat mit Gisele Bündchen, 37, eine Frau, die ihm auch in diesen schweren Stunden zur Seite steht. Das Model postete nun auf Instagram ein Foto von sich, wie sie zusammen mit Sohn, 8, ihren Ehemann in die Arme nimmt, der den Tränen nahe ist. Dazu schrieb die Brasilianerin, Glückwunsch an die Eagles zum Super Bowl-Sieg. Was war das für ein Spiel? Glückwunsch an die Patriots dafür, dass sie ihr Bestes gegeben haben, und an meinen Liebsten. Sie sei unglaublich stolz auf das Engagement und das Herzblut, das jeden Tag in seinen Beruf stecke, um erfolgreich zu sein. Im vergangenen Jahr hatte er mit seinem Team noch einen riesigen Rückstand gegen die Atlanta Falcons aufgeholt und sich seinen 5. Super Bowl-Sieg redlich verdient. Doch dieses Jahr jubelte am Ende des traditionsreichen Footballspiels stattdessen die Familie des Eagles Quarterbacks, 29. Der Spielmacher und strategische Ballverteiler des Teams war erst kurz vor den Playoffs in die erste Mannschaft gerutscht und hätte vor anderthalb Jahren beinahe seine Footballschuhe an den Nagel gehängt. Wie findet ihr den Post von Gisele Bündchen? Sehr inspirierend und respektvoll. Sie hat sogar die gute Leistung der Eagles anerkannt. An Toms Stelle würde ich nicht wollen, dass ein solches Bild von mir online gestellt wird.